Mahlzeit, herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind in der Hauptstory und wir reden mit Donovan über Alvarez. Das ist unsere Aufgabe und das werden wir tun. Denn Lincoln ist ein pflichtbewusster Mann, der immer tut, was man ihm sagt. Und der in diesem zu kleinen Wagen durch New Bordeaux heizt. Und das Auto macht mal richtig Spaß. Das geht mal so richtig nach vorne, Alter. So richtig nach vorne. Und jetzt können wir richtig Stoff machen hier auf dem Highway. Da ist nämlich die Hölle los. Hier kann man übrigens auch diese Trophäe machen. 20 Sekunden länger. 20 Sekunden mindestens 120 Miles per Hour fahren. So, perfekt auf dem Strich eingeparkt, wie so ein Benz-Fahrer. Hey Donovan. Was ist los? Willst du dich auch mal in Badehose an den Strand trauen? Ich muss Übungen machen. Dreimal die Woche. Stärkt das Herz. Das Blut an deinem Hemd. Oh. Ah. Hab mich beim Rasieren geschnitten. Pass auf, hör dir das mal an. Alvarez ist aufgetaucht. Diesen Anruf konnte ich neulich abfangen. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Kannst du das übersetzen? Würde sagen, du hast Alvarez eine scheiß Angst angejagt. Jetzt will er wieder zurück nach Kuba. Und sein lieber Onkel Zaraga soll kommen und ihn rausholen. Und was sagt Zaraga dazu? Am Südende des Bayous ist ein Leuchtturm. Da soll Alvarez hinfahren. Er lässt ihn mit einem Boot abholen. Würde sagen, das ist gelogen. Zaraga war mein Bulle in Havanna, als Batista noch an der Regierung war. Er stellte den Wachdienst für Sal's Casinos. Diese zwei Burschen kennen sich schon ewig. Nach dem Gespräch hat Zaraga Sal angerufen und ihm gesteckt, wo er seinen Neffen findet. Das heißt, ich muss da früher ankommen als Marcanos Männer. Sal wird kurzen Prozess mit Alvarez machen, also sei besser auf alles vorbereitet. Okay, wir begeben uns zum Leuchtturm. Jesuit in New Mexico. Okay. Ich finde, Donovan ist eigentlich ein ziemlich lustiger, sympathischer Charakter. Obwohl er eigentlich so das verlogenste Arschloch in der ganzen Story ist. Habe ich so den Eindruck. Aber trotzdem ist er irgendwie eine coole Sau, auch wie er da in diesem Verhör immer sitzt. Oder in diesem Ermittlungsausschuss oder was auch immer es ist. So, hier gibt es noch irgendwas Blaues. Da muss ich mal gerade gucken. Ein Playboy Magazine. Das muss ich mir mal gerade schnappen. Ich bitte um ein wenig Geduld. Ka-ching! Bam! Entschuldigung, Big Mama, Entschuldigung. Mein Gott, was hupt ihr denn alle wie die Bekloppten? So, 2,6 Kilometer, das ist ein langer Weg ins Bayou. Aber mit diesem Auto ist das überhaupt kein Problem. Das ist quasi ein Geländefahrzeug. Vorsicht! Huhu, das war knapp. Boah. Ganz schön ländliche Gegend hier. Hm.
sich wirklich hier rum? Das kommt mir so komisch vor. Ja, muss ich. Es sei denn, ich will schwimmen. Schwimmen. Ich will nicht schwimmen. Ich will verahren. Was hupt ihr mich denn alle an? Ehrlich. Meint ihr, dadurch ändere ich meine Fahrweise oder was? Ich weiß nicht, wie man diese 5 Sekunden driften soll, ehrlich. Normalerweise in jedem Spiel, wo es solche Trophäen gibt, genügt es, die Handbremse zu ziehen und ein paar Donuts zu machen, aber in diesem Spiel funktioniert das leider nicht. Oh, danke. Danke fürs Umdrehen. Aua. So, was ist denn jetzt los? Ah, es wird Nacht, okay. Diese Quest soll nachts stattfinden, sagst du. Soll mir egal sein. Ich habe meine Lincoln Vision, ich sehe die Gegner so oder so. Wer war denn jetzt Alvarez nochmal? Okay, da sind schon die ersten Gegner. Hallo. Wir haben mal so richtig Spaß. Was denn? Komm doch her. Die Hose, Junge? Halt einfach die Augen offen, falls dieser Alvarez in diese Richtung abhauen will. Jetzt ist alles ruhig. Die reagieren nicht auf mein Pfeifen. Was sind das denn für Pfeifen? Schon, Alvarez. Mach's doch nicht schwerer, als es sein muss. Wir tun dir auch nicht weh. Könnt ihr ja halten, wie ihr wollt, wenn ich den kleinen Scheißer zu fassen krieg. Okay, das ist jetzt natürlich doch schon, Sal will den Typen lebend. Ganz schön heftig hier. Ja, was das heißt? Hey! Hört mir alle zu! Die ganze Scheiße abschluck mein... Hab ihn im Visier! Ja! Na, was denn? Mann. Okay, das war's schon. Komm ich denn da rein? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hier komme ich rein, aber hier liegt die Leiche im Weg. Ja, nee, hier komme ich nicht rein. Was geht ab? Ach, ich muss sie eintreten. Ach so. Okay. Boah, Lincoln. Alter Namtyp. Ach du Scheiße, sprichst du unsere Sprache? Sie? Die Kerle vom Haus sind tot. Ich will nur mit dir reden. Ich schieb dir jetzt meine Waffe rüber, okay? Mida. Wenn du mich reinlegen willst, dann lege ich dich um. Kann ich mit arbeiten. Du bist doch der, der mich töten will. Ich wollte dich nicht töten, ich habe versucht, dich zu finden. Dein Onkel hat dich verraten. Er will dich nicht raushauen. Du lügst. Ich hab ihn gesprochen und er schickt mir ein Boot. Glaubst du, diese ganzen Ithaka waren zufällig da, als du hier aufgekreuzt bist? Saraga hat Sal Makano gesteckt, wo er dich findet.
Ich muss telefonieren. Scheiße, Mann. Wen willst du denn anrufen? Marcano wollte dich nie wieder aus der Stadt lassen. Der Typ nutzt dich aus und wenn er hat, was er will, bringt er dich um. Deine einzige Chance, hier heil rauszukommen, bin ich. Was willst du von mir? Sag mir, wo Marcano seine Fälscherwerkstatt hat, dann sind wir quitt. Es ist alles, in einem Boxclub, der Tony Marcano gehört, aber das läuft alles schon. Siehst du, das reicht schon. Na komm. Du musst schleunigst hier raus. Wo bringst du mich hin? Ich kenne jemanden, der dich aus der Stadt bringen kann, damit Marcano dich nicht findet. Mierda. Das war so klar. Wenn du am Leben bleiben willst, bleib dicht bei mir. Verstanden? Ich kann fahren. Nein, wir nehmen mein Auto. Wenn er dich hier rausbringt, gerne. Aber halt den Kopf um. Okay. Eine Escort-Mission, super. Mann, was ist denn? Warum triffst du denn die Leute nicht? Ich treffe ihn nicht, das gibt's doch nicht. Ich glaube schon. Aua, mein Gott, warum drehst du denn die Leute nicht mehr? Junge! Was ist denn das Problem? Meinst du mich? Sauer, nice. Das war ein schöner Move. Ich hab keine Money mehr, ich hab keine Money mehr. Das ist nicht so schön, geh da runter, du Trottel. Keine Munition mehr, ich muss nachladen. Nein. Falsche Taste, schon wieder die falsche Taste. Jedes Mal verwechsel ich R1 und L1. Jedes Mal. Mann. Anfänger. Gehst du mal aus dem Weg, bitte? Was ist dein scheiß Problem? Ich brauche Muni. So, wo ist dein Auto? Was hast du gesagt? Wir wollten noch Auto fahren, oder nicht?
Hier drin. Okay. Schönes Auto hast du. Und der springt natürlich nicht an. Seriously. Na, die Flucht beginnt ja mal richtig geil. Was zeigst du mir denn hier an? So, Lincoln and Alvarez away. Mein Gott, wie aufregend. Na, okay. Das ist noch lange, lange nicht vorbei. Ach, komm schon. Ja, nee, ist klar. Motorhaube ist komplett weg. Oh, was seid ihr denn auf einmal so penetrant? Das gibt's ja gar nicht. Ach, Mann. Du machst das schon, oder, Elvi? Du machst das schon. Ich muss mich hier voll und ganz aufs Autofahren konzentrieren. Was leider nicht so ganz klappt. Das Auto ist jetzt schon im Arsch. Ich habe noch 3 Kilometer vor mir. Das werden immer mehr. Los Pollos Hermanos. Bueno. Oh Mann. Da werde ich doch niemals heil ankommen. Man gebe mir neue Reifen. Kann man das Auto wechseln? Muss es dieses Auto sein? Ach, zu Vater James muss ich. Wie auch immer, halt trotzdem die Augen auf. Du hättest mich umlegen können. Deiner Kugel in den Kopf. Und man kann er trotzdem ans Bein bissen. War da irgendwo eine Frage in dem Satz? Ja, wieso hast du das nicht getan? Fühlte sich nicht richtig an. Pass auf, du hast mir nichts getan. Für mich bist du nur einer von den Leuten, die von Marcano verarscht worden sind. So einfach ist das manchmal. Ach, diese Wichse! Diese Wichse? Das war ich? Komm, wir nehmen mal ein anderes Auto. Ich weiß nicht, ob das okay ist für dich. Aber ich kann mit diesem Auto nicht fahren. Geht nicht mal. Der Kerl hat einfach kein Benehmen. So, komm her, wir gehen bowlen, Roman. An alle Einheiten, es gibt eine Meldung über ein gestohlenes Auto in Southdown. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Bitte bestätigen. Ich bin nicht männlich. Trotz meines elefantösen Penis. Dass die Cops das nicht juckt, wenn ich mit Vollgas über eine rote Ampel rausche. Ich meine, ich bin doch nicht die Ghostbusters. Ich darf das nicht. Aber es stört sie nicht. So, wir haben es gleich geschafft. Oh, es geht. Oh, ich sehe das jetzt erst. Es geht auf Zeit. Diese scheiß Mission geht auf Zeit. Ich habe noch 4 Minuten. Das sehe ich jetzt erst. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen. Aber das sollte ich eigentlich schaffen in 4 Minuten. Das sollte nicht das Ding sein. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Aber ich habe das echt nicht gesehen vorher. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Oh, komm schon. Komm schon.
So, da ist schon seine Kirche. Alles gut. Aussteigen. Wir sind da. Lincoln. Was ist denn los? Ich bräuchte Hilfe, den Mann hier aus der Stadt zu schaffen. Er hat Stress mit Selma Cano. Also, ich kann nicht mehr. Ist das der, von dem du mir erzählt hast? Ja, das ist er. Hören Sie, Pater, ich muss Sie bitten, mir zu helfen. Was soll ich sonst mit ihm anstellen? Scheiße, ich... Na gut. Ich kenne einen Jesuiten in New Mexico. Er hat schon Leuten in so einer Lage geholfen. Aber es müsste sofort sein. Marcano wird die ganze Stadt nach ihm umkrempeln. Gut, ich rufe ihn an. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Ich danke Ihnen, Pater. Okay. So, der Jesuit in New Mexico. Damit haben wir... Oh, erledige Tommy Marcano ist jetzt mein nächster Story-Auftrag. Coole Sache. Aber ich würde sagen, da wir jetzt hier oben sind, mache ich als nächstes erstmal diese ganze Bestechung, Erpressungsgeschichte. Aber jetzt nicht mehr, sondern im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil wieder dabei. Bis dahin, adios, amigos.